das wird hier. Minja Savut und Michael. Ein wunderschönen guten Tag. Da ist auch euer Micha, oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch aus Karl-Marx-Stadt unterwegs zum politischen Aschermittwoch. Ja. Guten Abend, sage ich da im Kölner Slang und grüße meine Montagsgang. Die Presse und Verfassungsschutz ziehen gut Leute in den Schmutz. Das darf so nicht mehr weitergehen. Ab heute muss der Amriss Lüftchen wehen. Wir sind noch best sicher. Ein lustiger Andersmann, so völlig unbeschwert. Weil die schon seit Monaten trommeln für die Lieferung von Kampfpanzern und immer gesagt haben, wenn Deutschland keine Leoparden liefert, dann isolieren wir uns und dann werden wir international geächtet. Und so haben sie im Sinne der Amerikaner den Scholz rumgeschwätzt. Und heute stellt sich raus, die Deutschen sind die einzigen, also die dümmsten, die überhaupt Kampfpanzer liefern. Kein anderer zieht mit. Scholz ist in die Panzerfalle dieser drei Weiber gelaufen und jetzt werden wir von den Russen zu Recht als die aggressivsten behandelt und müssen schlimm uns darauf vorbereiten, was kommt. Aber das ist nicht unser Krieg. Wir schaffen es nur, wenn wir gemeinsam zusammen kämpfen. Und wir sind nicht im Krieg mit Russland, Ukraine, Jemen oder Mali oder wer sich sonst. Wir sind hier in Deutschland und in Holland schon im Krieg auf unseren Straßen, in unseren Vierteln, in unser Land. Da haben wir Krieg. Und nicht mit Panzer oder mit Luftabwehrgeschütze, aber mit Messer und Machete. Das ist unser Problem. Und wir haben hier ein Problem, dass wir unsere Wohnungen, Mieten nicht mehr zahlen können. Dass wir Probleme haben, um unser Lebensunterhalt zu zahlen. Alles, weil wir seit mehreren Jahren, sowohl in Deutschland wie in Holland, eine scheiß Regierung haben. Und dann wollte ich das nochmal schön hier die Haare grau machen. Und dann habe ich hier noch einen Strick dabei. Den wollte ich mir umhängen. Hier unter Ralf aus Schmalkalden, vom neuen Schmalkaldischen Bund. Und habe natürlich auch für euch ganz viele liebe Grüße aus Schmalkalden mit dabei. Und danke. Kann man schon mal machen. Jetzt stehe ich natürlich hier nicht ganz uneigennützig, weil es gibt ja jedes Mal und jedes Jahr auch einen Pfingstmontag und zwar in Schmalkalden. Ich habe zwar noch nichts vorbereitet, aber ich lade euch jetzt schon mal alle ganz recht herzlich ein. Heute auch gerade Gespräch im Blumenladen. Haben alle köstlich gelacht vor wenigen Tagen. Hat unsere allseits geschätzte Außenministerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz mal wieder einen kapitalen Baerbock geschossen. Und eine 360-Grad-Wende, sag's nochmal, eine 360-Grad-Wende von Putin verlangt, denn nur dann wäre die Ukraine sicher. Hohn und Spott gibt seitdem reichlich. Und vielleicht sollte man in solchen Momenten, an solchen Stellen wirklich mal über Sprachdiktate und Sprachvorgaben nachdenken, anstatt dem deutschen Bürger und Steuerzahler pausenlos den Mund verbieten und das Leben vermiesen zu wollen. Yeah.
das soll es gewesen sein von euer Micha oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch aus Kramatstadt unterwegs in Deutschland.